Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant und wie versprochen, heute mit dem mit der geschmolzenen Festung habe ich heute im Stream wieder gemacht mit ein paar Leuten, weil die Mechanik da auch etwas schwieriger ist, aber auf jeden Fall machbarer als der Frostläufer, der ist auf jeden Fall schwieriger als die geschmolzene Festung. Wichtiger als bei allen anderen Bossen ist hier auf jeden Fall der Feuerwiderstand, dass man den auf jeden Fall hat und auch den Schwachpunktschaden, damit man nicht nochmal in eine zweite Ult rennt. Wir sind zwar in eine zweite Ult gerannt, aber es wäre eigentlich noch besser, wenn du ihn schaffst, bevor er das zweite Mal ultet. Weil die Ult, du hast da zwar kein Zeitfenster, in dem du das schaffen musst, aber das ist halt schon ein Zeitfresser. Und da wäre eigentlich schon gut, wenn man das schaffen würde mit nur einer Ult. Deswegen muss man auf jeden Fall extremst auf diesen Kälteschaden gehen. Und vor allen Dingen muss man übertrieben überleben können. Weil wenn die Ult, wenn ihr das gleich seht, ist ganz wichtig, dass man echt lange überlebt und lange helfen kann, supporten kann und die Ult bespielt. Aber das erkläre ich gleich nochmal. Am Anfang ist eigentlich relativ easy, man ballert einfach auf ihn drauf und wartet, bis er seine Ult hat. Kleiner Top-Tipp nochmal am Rande. Wenn ihr den Scanner drückt, dann seht ihr seine Ult-Leiste direkt unter der Lebensleiste. Das heißt, da könnt ihr dann sehen, wann er seine Ult zündet und euch schon mal vielleicht ein bisschen vorbereiten. Aber sonst ist vorher erstmal gar kein Trick oder so. Der hat auch relativ einfache Schwachpunkte, die man treffen kann. Wichtig ist halt wirklich, dass man die Ult gut bespielt. Kommen auch genug Asseln für Munition und so, das ist eigentlich alles gar kein Problem. So, jetzt sind wir mit der Ult. Und jetzt kommen 6 Pöller aus dem Boden. Und die Pöller müssen verbunden werden. Hier auf den Pöllern ist immer so ein Pfeil drauf. Und der Pfeil, wir sagen immer, der Pfeil immer nach rechts. Ich glaube, das ist so casual-mäßig auch am einfachsten. Der Pfeil immer nach rechts. Und dann seht ihr, bam, dann ist das verbunden. Und der Boss, der schießt mit seinen Bällen auf den Mast. Und wenn er den Mast trifft, dann ändert er die Richtung wieder. Und wenn man alle verbunden hat, dann kriegt er einen Schockschlag und dann kommt er wieder raus aus seiner Ult. Aber wichtig ist wirklich, dass einer sich wirklich darum kümmert, dass die Bälle kaputt gemacht werden und ein, zwei sich darum kümmern, die Masten miteinander zu verbinden. Also da müssen Leute supporten und helfen und die Masten verbinden und die Masten halt auch verteidigen. Ja, und das zeigt halt, wie oft er getroffen werden darf. Er darf jetzt auf gar keinen Fall mehr getroffen werden. Da muss jeder über sich hinauswachsen. Jetzt schaffen wir das. Jeder nimmt 2 Masten. Ich glaube, das ist also alle nach rechts. Ja, immer alle nach rechts. Ich glaube, das ist ein guter Call, wenn jeder immer 2 Masten übernimmt. Jeder übernimmt einfach 2 Masten und dann klappt das schon. Jeder ist für 2 Masten zuständig. Und dann wissen wir genau, wer nicht auf seine 2 Masten aufpasst. Ganz einfach. Ist natürlich Fingerpointing, aber jeder übernimmt 2 Masten und dann klappt das auch. Da hinten keine Schwachstelle, super. Also, jeder übernimmt 2 Masten, Leute. Ich finde das auch eine gute Idee. Danke für den Follow, moin. So, jetzt, jeder nur 2 Masten. Ich habe meine 2 Masten hier. Ich nehme hier die beiden an den Ecken. Und ich mach's clever. Ich mach beide einen vorher. Da muss ich nur noch einen rüber gehen. So, einer verbunden. Und der nächste Runde. Ich habe meine 2. Die werden mit dem Leben verteidigt. Ja, ich sehe nichts mit dem ganzen Feuer. Meine beiden stehen. Von irgendwem stehen 2 nicht. So, jetzt haben wir es. Zack.
Habt ihr gesehen? Es kommt ein Beep und dann kommt er wieder hoch. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Und jetzt haut den richtig rein. Dich in die Fresse. Junge, was macht er jetzt? Am besten, wenn er die nicht nochmal macht. Ey, das mit der Zwei-Masten-Taktik ist super. Leute, macht das nach. Zwei-Masten-Taktik, das ist es. Ey, ich befürchte, er macht nochmal seine Wolf. Gar keine Schlachtpunkte mehr. Okay, der macht nochmal seine Ruhe, Leute. Bereit euch vor. Jetzt. Jeder zwei Masten. Ich mache wieder die Taktik ein vorher. Und dann mache ich nur einen jeweils. Und dann verteidigen. Ein vorher. Okay, Fallboss und den. Und nicht den da. Das war ein Mastenruh. Okay, Mast rüber. Und Mast rüber. Meine sind drüben. Nein, 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 nicht einer von mir. Nur der eine da. Ach, haben wir's? Wir haben's. Let's go, Leute. So, und jetzt nur das letzte. Junge! Was war das denn für ein super Kamehameha, Alter? Brutal belebt selber wieder, würde ich sagen. Müssen alle bannern. Das war super gespielt, Leute. Das war super gespielt. Die Zwei-Masten-Taktik, Leute. Die Zwei-Masten-Taktik. Dämonische Modifizierung bekommen. Was auch immer das ist. Klingt aber krass. GG, Männer. Wenn man die Zwei-Masten-Taktik macht, dann ist der gar nicht so schwer, finde ich. War ging jetzt gut klar. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.